wunderschönen guten Tag hier aus Berlin und ich befinde mich im Café Hackbarts in der Auguststraße 49a. Da geht der Florian gerne hin und er ist auch mein Gast. Ich grüße dich, Florian Schröder. Hallo. Hallo, du kommst aus Lörrach. Richtig. Und bist so, wie du bist. Wie ist das so? So zu sein, wie ich bin? In Lörrach. Ja gut, ich bin ja irgendwann aus Lörrach weggegangen. Als ich da noch war, war ich sicher ein anderer. Man entwickelt sich ja immer durch die Umwelt, in der man sich bewegt und wird darin auch ein anderer. Und ich war sicher in Lörrach anders drauf. Also die Kindheit da war beschaulich, die Jugend auch. Irgendwann wurde es mir zu eng. Ich bin dann mit 21 nach Freiburg gegangen, was ich für einen großen Schritt gehalten habe. Und habe, glaube ich, im Abschied auch damals spätpubertär, wie ich war, glaube ich, Lörrach auch sehr unrecht getan, weil ich da vieles, womit ich mit mir selbst und in mir selbst nicht zu Rande kam, natürlich projiziert habe und der Stadt die Schuld gegeben habe und sagte, das ist alles spießig hier und weg und raus. Und, aber das ist immer eher ein Spiegel seiner selbst. Heute habe ich meinen Frieden gemacht und bin immer wieder auch gerne da. Hat dir Lörrach wehgetan, als du, ich war 12 Jahre alt und habe Miteinander geguckt und du warst 14 und in der Sendung. Wie kam das an? Das kam erstaunlich gut an. Also ich hatte nicht sehr viel zu verlieren, weil ich in der Schule kein besonderes Standing hatte. Ich hatte sehr viele Pickel, ich hatte eine Zahnspange, auch so richtig eine so hier außen rum. So eine richtig sichtbare. Und ich war definitiv, ich hatte ja nichts zu bieten, außer war ganz gut in Deutsch und sehr schlecht im Sport, was immer schlecht ist in der Pubertät. Und entsprechend hat mich das gerettet, weil ich dadurch den Humor entdeckt habe und mir so ein bisschen Respekt unter den Mitschülern erarbeitet habe durch diesen Auftritt. Also ich war vorher irgendwo unterhalb des Wasserträgers und nach dem Auftritt dann knapp drüber. Und insofern war das, das mir tatsächlich ein bisschen Standing gebracht. Wenn ich immer in den letzten Monaten auf mein Skype geguckt habe oder irgendwie auf YouTube, habe ich immer wieder einen Link bekommen von dir, als du, wie du quasi Schäuble bist auf der Bühne. Und wenn ich habe mir das ziemlich genau angeguckt und habe da quasi einen irren Menschen gesehen auf der Bühne, von dem ich das Gefühl habe, der hat sich diesen Schäuble genommen, hat ihm den Kern, das Wesen rausgenommen, ist in irgendein Labor und hat alles, was diabolisch dran ist, rausgefiltert und in die eigenen Augen eingebettet, sodass man, wenn man hineinguckt, sowas wie das Auge von Mordor sieht. Es ist erschreckend und ich habe es auch am Publikum gemerkt. Ja. Was bedeutet das? Was sagt das über dich aus oder was sagt das über die Kunst aus? Ja, ich glaube, dass das in den großen Momenten, die, glaube ich, jeder Künstler nur selten hat, wenn er ehrlich zu sich selbst ist, dass es da tatsächlich sowas hat, dass man es schafft, da an so einer Grenze entlang zu laufen, dass man so ein Wesen aus so einer Figur rauszieht und wirklich das Entscheidende überspitzt. Also mein Interesse an Figuren, die ich parodiere, ist tatsächlich in erster Linie ein psychologisches. Also ich möchte die Figuren verstehen und ich möchte wissen, warum sind die da, wo sie sind, was treibt sie an, was macht ihren Erfolg oder auch ihren Misserfolg aus, was wollen sie von sich selbst, was wollen sie von der Welt und entsprechend natürlich auch, was wollen sie dann politisch oder gesellschaftlich, je nachdem, wer es ist. Und ganz egal, ob sie Entertainer sind oder Politiker oder beides, was ja viele Politiker auch sind, ist das mein Grundinteresse und danach kommt das Politische. Und ich, bei Schäuble war natürlich der große Vorteil, dass der damals, die Nummer ist ja schon ein bisschen älter, war damals Innenminister und war natürlich wirklich brutal mit all seinen Grundgesetzabschaffungsforderungen. Und der hatte natürlich auch, der war eine singuläre Figur in der Radikalität, in der eigenen Radikalität. Auch in der Art eben dann zu sprechen und Dinge zu sagen und nicht zu sagen. Und ich fand das Nichtgesagte fast interessanter als das Gesagte und wie er das versucht hat zu verbergen. Und da liegt viel drin. Das bieten aber auch wenige Originale an, diese Tiefe. Ne? Und wenn die Originale das nicht anbieten, wird es auch für den Parodisten schwerer, weil wo das Wasser nicht tief ist, da kann man halt auch nicht schwimmen. Ich habe was vorbereitet. Ja. Das ist ein Doppelkorn. Aha.
Schnaps für die Schnapszahl. Du bist gestern 33 Jahre alt geworden. Ja. Du hast einen doppelten, weil du bist auch 2 Jahre älter als ich. Da dachte ich, du kannst auch 2 cl mehr trinken. Ja, das ist sehr lieb von dir. Liebe Zuschauer, es ist jetzt 14.35 Uhr nachmittags. Sehen Sie den Kabarettisten? Bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Ich kann das kaum trinken. Nee. Das fällt mir echt schwer. Ich kann das nicht exen. Tut mir leid. Haltet mich für eine Flasche. Haltet mich für ein Weichei. Für einen miesen kleinen Turnbeutelvergesser, Warmduscher. Aber ich kann das. Ist gar nicht mein Getränk. Und erst recht nicht um 14 Uhr. Deswegen habe ich Cappuccino. Da kann ich das wieder ausgleichen. Ich werde in 2 Stunden noch ein Interview mit Wolfgang Bosbach führen. Oh, Grüße bitte. Es geht um Datenschutz. Ich werde mich einfach nochmal vorbereiten. Bitte. Ja. Trink's aus, stell's ihm hin. Ich bin sicher, er ist danach noch besser in Sachen Datenschutz. Das ist doch ein widerliches Zeug, oder? Das ist krass. Du machst deine Sendung, du bist auf der Bühne unterwegs. Was ist so dein Handwerksmittel? Was benutzt du? Ich meine, so ein Richtling, ja. Der hat erstmal seine Art und er hat... Ja! Was. Was sind deine Stilmittel, derer du dich bedienst? Also ich bin sozusagen Kabarettist mit den Mitteln des Stand-Up-Comedians eigentlich. Also was ich mache, ist relativ in der Form, eine Form von Stand-Up, aber eben mit politischen oder, wie man so heute so schön sagt, relevanten Inhalten. Also gesellschaftlich relevanten oder die ich dafür halte. Und ich habe auf der Bühne und... ganz bewusst eigentlich sehr wenig. Also da steht ein Tisch, so ein Stehtisch, dann mache ich einen jeden Abend aktuellen Stand-Up, den ich täglich umschreibe auf Tagesaktualität und dann steige ich ein ins Programm und ich habe nichts auf der Bühne eigentlich. Also ich sage immer, wer Technik braucht, hat es nötig. Ja, also irgendwie Leinwand, Krach, Bumm und nackte Mädels, die irgendwie über die Bühne tanzen, bevor man kommt, brauche ich alles nicht. Also ich finde gerade die Bühne als das unmittelbarste Medium, was man hat, das durch nichts gebrochen ist, wo man wirklich dasteht und die Zuschauer sitzen davor und gucken und die kommen und bezahlen dafür Eintritt. Da finde ich das Schönste, einfach jemanden so zu sehen, wie er ist, ohne Technik und ohne alles. Weil Technik, Maske und großes Bumborium, das habe ich im Fernsehen. Aber das ist das andere Medium, das ich sehr liebe, aber das brauche ich nicht auf der Bühne. Da finde ich es geil, zu zeigen, dass ich 2 Stunden erzählen kann, hoffentlich ohne, dass es den Leuten langweilig wird und ohne, dass ich dafür irgendwie mich selber pimpen muss. Florian, ich wünsche dir unheimlich viel Erfolg auf deinem weiteren Lebensweg und normalerweise sage ich, bei dem, was dir wichtig ist, in dem Fall kann ich sogar sagen, bei dem, was mir wichtig ist, du machst echt eine tolle Arbeit. Zum Schluss habe ich aber immer 3 Begriffe und bitte um 3 kurze Assoziationen. Ja. Dieter Hildebrandt. Dieter Hildebrandt, das ist der Übervater der deutschen Kabarettszene. Ein unheimlich netter, toller Mensch, ganz toller Kollege, den ich bisher 2-mal kennenlernen durfte. Einmal in einer langen Nacht in Bonn zusammen mit Roger Willemsen. Ganz beeindruckend, voller Erfahrung. Also ein wirklich im besten Sinne des Wortes charakterlich, menschlich reicher Mensch. Also sehr, sehr beeindruckend. Inhaltlich mag ich ihn auch, aber ich bin nun mal wirklich über 2 Generationen drunter und sehe die Welt natürlich mit anderen Augen. 2. Begriff, Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, die verstehe ich nicht, also an die komme ich nicht ran. Die finde ich, also parodistisch mittlerweile schon, weil sie eben immer so eiskalt kalkuliert ist. Und ich würde der, glaube ich, nicht über den Weg trauen. Ich weiß es nicht. Ich finde die, das ist so durch und durch Rolle. Und die ist mir fast ein bisschen unheimlich. Maischberger hat beim letzten Mal gesagt, sie liest gerade das Buch von Bettina Wulff, die jetzt täglich in der Bildzeitung ist. Ja. Bettina Wulff. Ja, eine Frau, wo ich sage, das ist Wahnsinn. Also sie hat den neuen Trend jetzt salonfähig gemacht. Klagen statt PR. Ja? Also das ist der neue Trend. Das hat der Papst vorgemacht. Und im Übrigen wird ja Bettina Wulff vom gleichen Rechtsanwalt Gernot Lehr aus Bonn beraten wie der Papst gegen die Titanic. Ja?
Das ist eine sehr lustige Pointe am Rande. Und, aber das ist der richtige Anwalt, wenn man PR braucht und wenn man eigentlich relativ uninteressant ist und irgendwie ein Buch verkaufen muss, für das sich zu Recht keine Sau interessieren würde, weil man die uninteressanteste Frau neben einem der uninteressantesten Bundespräsidenten unserer Geschichte gewesen ist. Die Assoziation war nicht kurz, aber gut. Tut mir leid, aber kürzer konnte ich nicht. Ich danke dir. Sehr gerne. Florian, und hoffentlich bis bald. Ja, gerne. Dir macht sehr Spaß. Danke. Danke auch. Und ich danke auch euch, meinen lieben Abonnenten. Und das Thema beim nächsten Mal ist immer noch Kabarett, aber wir wechseln die Epoche und es findet statt in Nürnberg mit Henning Wenske. Bis zum nächsten Mal.